Hallo Leute, willkommen zu Episode 4 meiner zweiten Factorio-Serie, wo wir uns durch das Factorio-Pack schlagen. Letztes Mal hatten wir etwas Glück, denn die Aliens kamen nicht in zu großer Anzahl, so dass wir die Lage managen konnten. Machen wir das doch hier. Dann zwei Labore. Da machen wir Munition drin. Und ich denke, ich habe genügend Fläschchen für diese Forschung. Und der ist nicht besonders schnell. Darum denke ich, müssen wir uns nicht unbedingt schon um mehr Fläschchen kümmern. Was wir schauen müssen, ist, dass wir mehr Munition bekommen. Natürlich hier genügend Kohle drin haben. Das hilft sicherlich. Ja. Und die ersten Aliens, die kommen wahrscheinlich nicht in großer Zahl. Aber das gibt uns dann ein gutes Indiz, aus welcher Richtung sie kommen. Und dann können wir schauen, ob wir allenfalls ihr Nest zerstören können, um uns etwas Ruhe zu verschaffen. Okay, hier unten mangelt es etwas an Kohle. Okay, gehen wir doch hier nach unten. Den hier hin.
Und dies ist eine ziemlich grüne Welt mit Gras und vielen Bäumen. Und das sollte doch zumindest dies dahingehend helfen, dass sich die Umweltverschmutzung weniger schnell ausbreitet, weil sie von den Bäumen und vom Boden aufgesogen wird. Aber wir müssen natürlich das Ganze im Auge behalten. Dass wir von Aliens überrascht werden, wenn wir sie nicht erwarten. Wieder. Hundert Munition durch. Es wird ein bisschen dauern. Bis wir mit der Forschung durch sind, aber ich denke, wir können es schaffen, bevor wir weiter warpen. Am Ende von diesen 12 Minuten. Und damit haben wir dann auch den ersten Level des Projektilschadens geforscht. Also Projektilschaden und Feuergeschwindigkeit. Und das sollte helfen, wenn es um die Verteidigung gegenüber den Aliens geht. Nein, der Turm, der wird sicher kein Eisen schmelzen. Etwas Holz kann grundsätzlich ja nicht schaden. Sieht aus, als ob Kohle voll ist.
Ey, dann können wir ja bald die nächsten 50 Erz reingeben. Denn die Abbaugeschwindigkeit und die Geschwindigkeit, in der die schmelzen, diese einfachen Öfen hier arbeiten, das ist nicht ganz ausgeglichen. Sprich, ein befeuerter Förderer fördert zu wenig, um den Ofen durchgängig auszulassen, und wenn ich zwei ran mache, dann kommt zu viel Eisen raus oder zu viel Erz. Wir können nicht alles schmelzen. Aber irgendwann werden wir wahrscheinlich auf einem Planeten landen, wo es kein Eisen gibt. Sind wir wahrscheinlich froh, wenn wir etwas Erz auf der Seite haben, was wir verwenden können. Um an Eisen zu kommen. Die nächsten 50 raus. Vielleicht war ich etwas zu optimistisch, als ich hoffte, die Forschung könnte hier auf diesem Planeten fertig werden. Wir werden sehen. Wir werden jedenfalls etwas Fortschritt machen, bevor wir den Planeten verlassen. Sammeln gut Kupfer an, was mir gefällt, denn dann müssen wir nicht auf jeder Welt Eisen und Kupfer schmelzen und abbauen. Initial brauchen wir sicher mehr Eisen als Kupfer und wahrscheinlich auch auf lange Zeit. Kupfer werden wir dann verstärkt brauchen, wenn es um die Schaltkreise geht. Aber die benötigen auch alle zusätzlich noch Eisen plus diverse andere Materialien. Und da kommen die Aliens. Von der Richtung. Bisher nicht in großen Pack, sondern einzeln. Das heißt, möglicherweise schaffen wir es, da durchzukommen.
ohne dass wir frühzeitig ausreisen müssen oder uns das Nest mal anschauen, ob wir es zerstören. Okay, hier unten sind wir fertig mit Kohle. Dann nehmen wir doch die wieder zusammen. Wir haben doch einiges an Kupfer jetzt auf der Seite. Kommen Sie zu zweit. Schaffen das immer noch. Auch zu dritt. Aber auch die Kohle können wir zwischen wegmachen. Und sie kommt noch nicht bis an die Basis heran. Da drüben hatten wir offenbar auch schon einen vereinzelten. Das scheint noch soweit zu funktionieren. Noch raus. Ja. Okay. Sie kommen näher. Sie kommen näher. Vier Stück. Vier Stück können wir noch handhaben. Okay. Nun, ich denke, wir beginnen mal hier unten damit einzusammeln. Ja, die Forschung, die wird nicht fertig werden. Und wir werden hier auch etwas an Eisenerz übrig haben. So. So, dann schön zurück auf die Plattform und dann warten wir, was uns auf dem nächsten Planeten in der nächsten Folge erwartet. Und da packen wir doch etwas Munition rein. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss!